Einen guten Morgen, willkommen bei zu nicht zu gebrauchen, zu einem in der Lage. Stoppi und ich fahren gerade nach Potsdam. Heute wird wieder ein bisschen eskaliert, 200 Kilometer, dann abends Barbecue. Kurz gesagt, es gibt wieder ein Rennen. Eigentlich gab es vorletztes Wochenende schon eine Tour, da ist mein Freilauf abgekackt. Und jetzt ist wieder alles heil, funktioniert und wir werden hoffentlich keinen Spaß haben. Der Veranstalter, bekannt mit bequem mit Auto gefahren, aus Potsdam nach Potsdam. Ich hab hier Sachen durch die Gegend gefahren. Frühsport. Verengung an dem Geländer wird das bald. So, 9 Uhr, wir haben 10 Kilometer Gruppenstart gewonnen. Fahren erstmal 10 Kilometer aus der Stadt raus und dann wird es ein bisschen tricky. Und mal gucken, wie das heute wird. Wir sind so knapp 10 Anmeldungen für die 200er. Ich hatte gestern Spätschicht, 5,5 Stunden Schlaf. Nachher gibt es noch 144 und 100. Und heute Abend gibt es ein kleines Barbecue. Ja, ja. In der Kuhle. Ich zeig's dir gleich. Oh. Oh. Hier haben wir die Oscar-Gedenkwüste. Gerade das erste unschöne Ding. Kleiner Unfall bergab. In dieser Sandkuhle. Kollege geht's gut. Krankenwagen wurde geholt. Dinge passieren. Sehr, sehr schade. Aber wird wieder. Wir fahren jetzt beide entspannt weiter. Haben jetzt eine coole Ausrede, warum wir als Letzte ans Ziel ankommen. Und hoffentlich kriegen wir noch das an den Checkpoints. Oh, die Tracks sind einigermaßen wild, typisch Spikebash. Wir werden heute vermutlich die letzten im Ziel sein. Vielleicht holen wir noch ein paar ein wegen den Checkpoints. Aber ganz ehrlich, wir fahren ohne Druck, Hauptsache ankommen und versuchen ein bisschen Spaß zu haben. Das Ganze heißt irgendwas mit Suburban, Gravel, Mania, Bike Bash, schießt mich tot. Und der Vorteil natürlich sind ganz klar Aero-Bars für die Straße, aber auch für Waldautobahnen und zum Entspannen. Aber mittlerweile haben wir es 11 Uhr, kurz nach, sind ca. 2 Stunden unterwegs. Natürlich die Panne mit Oscar, aber ihnen geht es hoffentlich soweit gut. Wir sind die Letzten, werden vermutlich die Letzte ankommen, haben jetzt knapp 45 Kilometer, wird noch ein langer Tag. Aber vielleicht sehen wir heute noch ein paar Leute vor dem Ziel. Willkommen in der Steppe, immer noch nicht viel später. Ah, die Aussicht ist gerade schön und die Sonne ist da. Ja, links kommt jetzt die Sonne hoch. Ja. Ja. Erster Checkpoint. Moin. Läuft, erster Checkpoint. Der Tietenbusch-Turm. Und jetzt holen wir unseren Stempel, haben 60 Kilometer, treffen immerhin die Leute vom 100er und so sieht man wenigstens ein paar Leute, auch wenn wir ein bisschen spät dran sind. Da kommt er. Ja, gut. Da ist der Verkiefenberg. Es läuft wieder so wie beim Steppenwolf. Wir dürfen etwas eskalieren, treffen dann immer wieder die Leute von den größeren Strecken. Eigentlich ganz cool, aber auch ziemlich wild. Ja.
125 Höhenmeter bis zum Ziel. Werden trotzdem die letzten sein, aber Wetter ist gut. Alles läuft. Und mir fällt gerade auf, dass wir hier gerade beim Windmühlenberg sind. Und hier war letztes Jahr im Dezember das Grid vom Bike Bash und I Like Track Bikes, wo ich beim ersten Mal dabei war. Schon wieder keine 9 Kilometer. Wir sind jetzt wieder nur zu zweit und ich denke, es ist sehr unwahrscheinlich, dass wir die anderen nochmal sehen werden. Für alle, die immer fahren möchten, das ist der Windmühlenberg in Potsdam-Bonny. So, noch 105. In 10 Kilometern kommt der zweite Checkpoint. Vielleicht treffen wir noch jemanden. Mal gucken. Der Rührer. So, ist jetzt grob 15 Uhr. Wir haben noch 96, 95 Kilometer bis zum Ziel. Meine vordere Bremse schleift. Hurra! Einzige, was ich nicht gewechselt habe oder gemacht habe. Naja, dumm gelaufen. Und wir werden heute kein Schwein mehr sehen. Kommen gegen 17, 19 Uhr, 20 Uhr im Ziel an. Vermutlich das letzte. Aber scheiß, Hauptsache Fahrrad fahren und never not bike problems. Um 16 Uhr, Benny seine Zähne klappern und auf 75 Kilometer von Plattenwege läuft. Oh. Kleines Update aus dem Cockpit. 17:30, mega spät. Da geht's lang, ab in den Rattentunnel. Schwimmen, hier liegt Wasser. Ja, läuft. Vorsicht! Uah! Uah! Digga, Achtung! Der wird mal absteigen. Kann man fahren? Also mein halber Helm ist noch da. Oh, liebe Grüße noch am Plattenweg. Wir haben noch knapp 20 Kilometer bis zum Ziel. Alles bekannte Wege. Fühlt sich wirklich an wie so ein Bike Bash Outlet Sale. Was ja auch vollkommen Käse ist. Das sind alles bekannte Wege. Sind einigermaßen gescoutet. Ist am Ende cool. Und wir Idioten wollten ja 200 Kilometer fahren. Noch 15 Kilometer bis zum Ziel. Ich hatte gerade den übelsten Abfuck. Schaltprobleme. Mein Schaltwerk hat nicht mehr nach links geschaltet. Ist wie so ein Scharnier. Hab's zufällig nach links drücken können. Irgendwie ist die Feder da im Arsch oder verstellt. Oder was nicht fest. Geht zum Glück wieder. Jetzt können wir happy nach Hause fahren. Und wir sehen uns nachher vielleicht noch. Ja, 7 Kilometer bis zum Ziel. Mega spät. Ich muss sagen, ich bin gerade ein bisschen durch, weil ich gerade ein bisschen sehr viel arbeite, Schichtsystem, wenig schlafe, Kraft, kondimäßig, geht so. Bin die Woche auch wirklich, wirklich ziemlich fertig und das merkt man, glaube ich, auch ein bisschen am Fahrradfahren. Mega krasse Bike-Probleme gehabt. Das Problem mit Oscar, ja, kostet alles Zeit, Dinge passieren, aber gleich sind wir da. Mal gucken, vielleicht kriegen wir noch was zu essen ab. Und dann nachher entspannt nach Hause. Und vielleicht sehen wir uns gleich noch an. Ja, übrigens, Update aus dem Cockpit. Wir sind zuletzt angekommen. Wurde von irgendwas kam mir entgegen, wie sie sich jetzt rausgestellt hat. Das war eine Wespe, die mich gebissen hat. Interessanterweise ist dieses Salz auf der Lippe wie so ein Schutz und das ist jetzt nach dem Waschen dick geworden. Hier, Häuptling Dip. Richtig nervig, kühlt aber hoffentlich bis morgen ab.
Das war's von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Abonnieren, kommentieren, liken und was euch sonst noch so einfällt. Und wir sehen uns hoffentlich bald. Und war ein langer Tag, sehr intensiv, viele Erfahrungen, Schaltprobleme, Radprobleme, Fahrradprobleme und jetzt auch noch körperliche Probleme. Wir fahren jetzt noch 20 Kilometer nach Hause und gute Nacht.